Der eine liebt sie, der andere hasst sie. Wie, schon fertig? Ja, ich glaube, ich habe hier ein kleines Problem mit dem Notausstecker. Jetzt wollte ich gerade filmen hier ein bisschen. Ah, ja. Aber in dem Propeller, Jan, dort sieht tausendmal besser wie mit dem Gabriel auf Kuba. Die China-Dinger, ne? Die sind gut. Die sind aber ein Trisatz, der Fahrer immer falsch gestellt hat. Ich habe noch 16 zu Hause liegen, also wenn noch einer einen braucht, ne? Siehst du? Ja, das fahre ich nicht mehr. Jetzt muss ich erstmal neue vernünftige Stecker machen. Das gibt auch 3,5 mm geschnitzt. Bitte? Dreieinhalber Uhr geschnitzt, die müssen da nicht mehr raus. Also, die Scheißfederstecker. Wenn bei Vollgas auf einmal nichts mehr geht, ist das ein Scheißgefühl. Das ist nervig, ja. Aber ist egal. Test, Lena läuft. Besser wie ein 12S. Heavy Duty vorgenommen der Akkus. Na, Christian, kriegst du einen langen Kegels? Ja. So, jetzt mal 150er Tsunami-Regler im Einsatz hier. Ja, das hier aufs Programm nehmen. Genau, hier, schön Grinsebacke. Sauber. Die Augen? Ja, Pickling-Augen. Sehr klein. Junge, jetzt kommst du ins Fernsehen. Ja. So, mal bitte freundlich. Guck mal richtig spitz. Ja, siehst du. Richtig ist nicht so viel Teil hast. Läuft richtig gut. Hast schon mal Geschwindigkeit gemessen? Ja, verstanden. Ja, nee, wird kein Teil. 140 oder 100. Ja, das ist das erste Mal, ich Cut gefahren, wenn du lässt. Wie, bist du noch nie Cut gefahren? Ja, wird's aber Zeit. Du, ich habe noch eine rote Bände zu Hause. Können wir uns unterhalten nachher. Kleine, nee, diese hier, die Größe. Kleine habe ich auch. Ja, ich hätte mal Bock auf eine Bände, also auf einen Cut. Aber du, die halten. Ja. Noch. Komm her, du. 50er drauf. Hm? Ich hatte gerade noch die 50er Poppschock drauf. Das hier ist auch? Die 47er, Noctura. Noctura. Ja, 150 sind das auch knapp, ne? 140 ist die mit dem Poppschock gelaufen. 140, okay. So, komm, wir gehen weiter. Schönen Wasser. Und den Abflug, wo der Deckel geschrottet ist, der war bei 190. Mhm. War ein totaler Schaden wieder. Und dann mit dem Papier, rumpf. Super geil, das Ding. €37,50 das Stück. Das ist ja das geilste überhaupt immer.
Nee, jetzt geht der spitz durch da hinten. Was hast du da jetzt drin? 6S, 1P pro Seite oder was? Dann ist doch gut, ne? Keine Ahnung, was da jetzt zu wenig Zellen drin. Oh, Membranpumpe pumpt auch. Ah, Brett. Die schlüffelt ja, hast du dich am Empfänger direkt dran oder was? Servo-Elektronik dran. Hä? Servo-Elektronik dran. Achso, okay. Ja. Servo geschlachtet und die Ja, funktioniert. Ja. So, jetzt kommt Jürgen mit seinem Brenner hier. Hier, soll, warte, ich hol, lass doch mal weiter rein, oder? Nicht, dass du da gleich wieder was... Das müsste jetzt funktionieren. Aber passt aber gar nicht. Und dann gehe ich langsam zurück, dass ich hier nicht so viel Staub aufwirbel unter Wasser. Jack, wenn mich da die Pumpen hier herum sind mit den Plastikzahnrädern. Hat das Boot auch schon einen Namen? Flacheisen. Flacheisen, okay, jetzt kommt Flacheisen. Ist da irgendwas im Weg? Ein paar Enten da hinten aber. Oh ja, vielleicht. Ja, vielleicht ein bisschen weiter hier, genau. Und so ein paar Menschen stehen da am Ufer. War das jetzt einfach nur mal kurz kein Empfang? Komisch. Das kann er gar nicht. Nö, ja, sieht gut aus. So wie der Grüne von Manni, der fährt auch so eine Kurve. Ja, wir sind vom gleichen Schlag. Ne? Dann nochmal. So, gleich durch. Ja, ich hoffe. Du musst erstmal rumkommen, das ist nicht so einfach. Das läuft ja schön um die Kurve. Ja, ja. Da ist auch ein riesen Ruder dran. Drin. Treffer. Einmal gestrandet. Sei froh, dass er so schön weich ist hier, der Boden. So, ich mach da mal aus, ne? Das war's hier mit dem Flacheisen.